Jap. Jap, sagt Jap. Ich sage Jap. Ja. Nur ein Gucci, das konnte fast nur 1000 Stutz. Sechster kauft er nicht. Ja, drum ist das ganze billig. Die Betings hat ich gar nicht aufgenommen. Das ist eine Frau. Du bist noch selber. Du, schmeckt sie gut. Gell, die Füße hat er gern, du hast gern die Schuhe. Was das andere geht? Okay? Das ist die schuld ist. Ja. Du kommst noch dran. Ich kann den Thank you.
das ruhige Bissi-Plätzchen, wo ich dann schon weiss, dort muss man immer bisseln, das ist ganz, ganz wichtig und hilfreich. Also nicht das Gefühl haben, ja, er kann ja auch dort und im Wald und so. Und das ist dann nicht ihr WC und da haben sie am Anfang schon ein paar Mühe, dass man irgendwo bisseln kann. Das machen die meisten nicht gerne. Also wenn ihr weggeht, auch wenn sie einen Spaziergang nicht hatten, müsst ihr wieder retour an euer Plätzchen, bevor man reinkommt. Also gerade wenn man eben Terrasse hat, wohnt in einem oberen Stock oder so, dass der Hund halt gerade so schnell raus kann in das Kistchen. Eigentlich, wenn er lernt, rausgehen, irgendwo machen, ist das schon gut. Ich habe die Kistchen nicht so gerne in der Wohnung drin, oder? Dann muss man relativ schnell davon weg. Das kann ja nicht eine längere Lösung sein. Aber zum Anfang und mit einem Hund eben mit Blasentzündung, der viel muss, dass ich dann nicht jedes Mal drei Stockwerke runter muss und wieder rauf, ist das durchaus eine gute Lösung. Und wenn es klappt, sowieso. Wenn sie es schon sagen kann, sowieso. Ja. Tipptopp. Dann kommt man später gut davon weg wieder. Das ist nicht das Problem. Also wichtig ist jetzt mal eben wirklich viel raus, dass nachts der Hund bei euch kann, dass er nicht hört. Also ihr könnt nicht den Hund irgendwo unten lassen und oben schlafen und das Gefühl hat, er sagt mir dann schon, wenn er muss bisseln. Dann merke ich es nicht. Also ich kann gerne, wenn sie so klein sind, irgendwo neben meinem Bett ein Plätzchen. Oder der Hund kann schlafen. Auch ein bisschen schauen, wie er es vom Züchter her schon gewöhnt ist. Also was für Schlafplätze dass sie gewöhnt sind. Ob sie gerne irgendwo in einem Körbchen, in einer Nische, zum Teil auch in Büchsen geschlafen haben. Zusammen. Oder ob sie eben entweder auf einem Deckel waren. Aber ich tue meistens den Raum beschränken nachher. Also so absperren, dass er dann nicht einfach irgendwo her kann, neben vom Bett weg, raus in die Wohnung. Sonst gehen sie eben halt selber raus. Und dann merke ich es, wenn es unruhig wird und vielleicht eben, wenn ich absperre mit einer Kartonschachtel und kratze dran, dann merke ich, oh, jetzt ist es wach, jetzt muss ich schnell raus. Und ich möchte es nachts nicht, dass der Hund auf diesem Raum begrenzt muss schlafen, sondern der muss richtig Platz haben, muss sich auch können bewegen. Also es muss schon gerade ein grösserer Raum sein. Mhm. Eben, sie müssen können längelang schlafen, sie müssen können aufstehen, sie müssen sich richtig können durchstrecken in alle Seiten. Also eine Box, wenn der Hund mal länger drinnen ist, als nur gerade zum Verschieben von A nach B, muss der wirklich gross genug sein. Das ist ganz wichtig. Ich denke, dass du ihm richtig angeben musst, dass er sicher sein kann. Du machst es perfekt. Gell, du nicht Zweifel, Lager. Heilig du. Und nachher bin ich zum neuen Professor gezeigt und hat gesagt, hat er mal gestaunt, wie gut das schon ist. Aber dass er einfach gewöhnt ist. Ja, dass wir nicht weggehen, dass wir schon. Ja, und nachher hast du ihn dann immer an, oder? Aber jetzt, ja, so lange, ja. Die ersten Tage, oder? Kannst du auch drinnen mal ein bisschen anlegen und so. Ja, auch drinnen. Ja, einfach, dass er gewöhnt ist, dass es dazugehört. Und ich habe den Vorderbein, jetzt hast du ihn gut gelegt. Du hast ihn nie an den Vorderbein. Dann kannst du noch ein bisschen abschütteln. Ja. So. Und da ist der Boden, ja, siehst du? Ja. Oder du musst da noch ein bisschen. Du bist ganz schräg so. Drin. Was ist für Boden, hier rauszukommen? Hä? Du nimmst viel, viel einfach schnell von diesem Bach weg. Weil wir können nicht ab.